Nadja Abdel-Farag rechnet mit Dieter Bohlen ab. Die TV-Bekanntheit und der DSDS-Juror sind rund 12 Jahre ein Paar. Von 1989 bis 2001 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Viele Jahre nach ihrer Trennung packt Nadel jetzt gegen ihren Ex aus. Ich war 11,5 Jahre mit Dieter zusammen. Ich habe den ganzen Haushalt geschmissen. Das volle Programm mit allem, auch die Tiere. Wir hatten 4 Hunde, 2 Pferde, erinnert sich die 58-Jährige an die Zeit zurück. Nach dem Liebesaus bekommt Nadel von ihrem damaligen Partner keine Unterstützung. Ich bekam kein Geld. Als ich auszog, gab es keinen Cent. Dieters Antwort war, du hast genug Geld verdient durch mich. Mittlerweile herrscht zwischen Nadja und Dieter Funkstille. Ob es zu einer Aussprache zwischen den beiden kommen wird, ist womöglich unwahrscheinlich.